Während wir uns weiter den Garten anschauen, bereitet Michaela den Zellstoffbrei für die Papierschöpfung vor, und zwar mit einer Papiermühle. Darin werden die Fasern zu Brei vermahlen. Der Brei läuft durch ein Tuchsieb in einen Kübel und wird dann gut ausgewrungen. Das Ganze wird mit Papierleim vermengt, so wird das Papier später beschreibbar. Jetzt noch den Isop untermengen und auf geht's nach draußen zum Schöpfen. Da ist ja schon alles vorbereitet zum Schöpfen. Ja, hallo. Ja, na und? Wie geht's jetzt weiter? Ja, ich habe jetzt drinnen in der Werkstatt den Zellstoffbrei vorbereitet, habe den Isop, den wir geerntet haben, reingegeben. Und jetzt habe ich da eine Schaffel, das nennt sich in der Fachsprache Bütte, mit Wasser drinnen. Und da habe ich jetzt eben diesen vorbereiteten Zellstoffbrei, den ich jetzt da in dieser Bütte verteile. Das sieht man schon, diese schönen blauen Blüten vom Isop. Also ich gehe jetzt in das Atelier auf, zu meiner Papierkunst. Okay, da komme ich aber dann auch noch hin. Ja. Aber jetzt muss ich mir das zuerst da anschauen. Genau. Und wie viel gibst du da rein? Auch mehr, nicht? Weißt du, das ist bei den Frauen noch Gefühl. Das ist mehr Frau nur. Nein, es ist eigentlich früher eine reine Männergeschichte gewesen. Aber es ist halt einfach, Männer machen es natürlich nach Maß und exakt und Frauen machen es nach Gefühl. Das heißt, es wird dann viel charmanter, eleganter. Und so. Genau, und Vollingen, das ist die Blümchenvariante, ist auch die Frauenvariante. Okay, also gut, du warst. Gut, also wir haben da jetzt das Sieb und den Rahmen. Und da wird jetzt aus der Bütte der Zellstoffbrei mit den Blüten Blatt für Blatt herausgeschöpft. Das heißt, jetzt muss man das da ein bisschen schütteln, bis das Wasser abgelaufen ist. Und dann, wenn das Blatt eben so ist, dann kann man es vom Sieb herunterlösen. Und dann kann man das nächste Blatt schöpfen. Das machst dann du. Jetzt bin ich dran. Ein bisschen schütteln, Wasser ablaufen lassen und ich schaue, dass der Isop gut verteilt ist. Jetzt wird das Papier vom Rahmen gelöst und ich verziere es mit den Blättern von der Birne. Michaela schließt die Blätter mit einer dünnen Papierschicht ein. Aha, so funktioniert das. Genau, aber das ist natürlich jetzt noch nicht fertig, weil das ist noch nass, das Papier. Mhm. Jetzt müssen wir es noch pressen. Und das passiert da. Das man passiert jetzt denkt, da. Was das ist dafür. Genau. Da haben wir jetzt eben die Presse. Das ist ein normaler Wogenheber. Das ist ein ganz normaler Wogenheber. Das ja. Genau. Weißt du, ich bin die Frau, die schon tausende Male einen Wogenheber bedient hat, aber noch nie einen Reifen gewechselt hat. Und jetzt wird das ganze Wasser genau auspressen. Und außerdem, durch diesen Druck verbinden sie auch noch die Pflanzenfasern besser miteinander. Mit dem Papier. Das heißt, du druckst da wirklich mit ein paar Tonnen drauf. Genau. Jetzt können wir es auch außer Tonnen. So wie tun wir, ich bin ein bisschen schwerer. Aber es hält dann nicht mehr aus. Ach so, okay. Nein, nicht, dass wir alles verlieren. Und so schaut das jetzt dann aus. Und mit dem gehen wir jetzt eben zu den Trockenpressen in die Werkstatt, dass wir es noch trocknen. Weil natürlich, so ist es ja auch noch nicht fertig. Das Papier muss ja noch getrocknet werden. Aber schaut das schon gut aus. Gell? Vor allem diese Blümchen sieht man schön. Ja. Und vor allem spannend ist das, nach dem Trocknen schaut es wieder anders aus. Ja, na, das schauen wir uns jetzt an, da gehen wir trinken. Okay, gut. Okay. Während unser Papier trocknet, zeigt mir Michaela ihre Papierschöpfungen aus Pflanzenfasern wie Schilf oder Heu, aber auch aus Obst und Gemüse. Aus Spargelschalen kann sie den Zellstoff nämlich auch gewinnen. Unser Papier ist jetzt fertig. Man erkennt sogar die schönen Birnblätter und den Isop. So, unser Papier nehmen wir mit. Mhm. Und dann schauen wir, tragen wir es auf zum Harald. Ja. Die Geschichte. Schauen wir, was der Harald daraus macht. Genau.